Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist mal wieder Zeit für eure Nutzerfragen. Und wir beginnen mit einer Frage von Josef Malenke. Er bedankt sich erstmal für unsere Videos und fragt: Wie sieht's aus? Ich spiele mit dem Keyboard aus Notenbüchern und filme meine Aktivitäten. Danach stelle ich sie bei YouTube rein. Bei den meisten Notenbüchern stehen urheberrechtliche Hinweise daneben. Was mache ich falsch? Geht das jetzt nicht oder muss ich die Videos wieder rausnehmen? Vielleicht haben Sie eine Antwort. Ja, habe ich. Also erstens, Noten sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Sowohl seitens desjenigen, der die Noten veröffentlicht, also jetzt hier des Verlages, als auch seitens desjenigen, der es komponiert hat. Und nur der, der die Noten komponiert hat, darf auch darüber entscheiden, wer sie spielt. Bei öffentlichen Aufführungen kann man sich da entsprechende GEMA-Lizenzen für holen oder wer sie eben veröffentlicht im Internet. Und da wird es schon schwieriger. Zwar bietet dafür die GEMA auch Tarife an, aber mit YouTube ist sie sich noch nicht einig geworden. Das heißt, wer aktuelle Songs von Robbie Williams oder was auch immer nachspielt, der darf das nicht, ohne sie vorher die Rechte eingeholt zu haben. Haben wir hier auch schon mal beantwortet, könnt ihr halt nochmal da im Detail sehen. Und wenn der Urheber schon 70 Jahre tot ist, der Noten, dann kann man die Noten nachspielen, sofern sie nicht danach noch einmal neu arrangiert worden sind. Also alles schwierig und bitte auch die Noten nicht abfilmen. Abmahnungen deswegen sind im Moment rar. Das heißt, wer das Risiko eingehen will, muss das für sich selbst entscheiden. Aber rechtlich ist es eben nicht in Ordnung. Da habe ich eine klare Meinung zu. Ayotla fragt eine Frage rund um das Thema Kino. Wie sieht es aus? Kann man da meine Taschen einfach durchsuchen? Kann man mir dann den Eintritt verbieten? Und kann ich dann mein Geld zurückverlangen? Ja, also es ist so, dass man natürlich an der Kasse regeln kann. Hör mal, ins Kino kommt ihr nur, wenn ihr hier keine eigenen Lebensmittel mit rein gibt. Und dann muss man eben die allgemeinen Nutzungsbedingungen oder das Hausrecht des Kinoverwalters respektieren. Insofern gäbe es dann auch das Recht, dass man mal in die Taschen gucken darf. Das ist aber mal eine Abwägungsfrage, weil das natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Aber wenn ihr denen das gestattet, indem ihr sagt, ja, wir schließen diesen Vertrag, dann ist das auch rechtens. Ob dann allerdings, wenn euch der Eintritt verwehrt wird, man auch sagen kann, jetzt verfällt die ganze Karte, das wage ich zu bezweifeln. Solche Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen würden wohl zu weit gehen und wären dann unwirksam. Man müsste da mal nachschauen, ob beim Kino bei euch etwas Entsprechendes aushängt und mal gucken, was da wirklich geregelt worden ist. Vielleicht könnt ihr das mal mit dem iPhone oder mit dem Handy, auch mit dem Android-Handy natürlich, abfotografieren, mir mailen und dann würden wir da nochmal detaillierter drauf reingehen. Ist ja tatsächlich eine Frage, die der ein oder andere schon mal haben kann. CPL Shots fragt, wie sieht es eigentlich mit dem Schild aus? Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Ist das dann auch so ein Vertrag? AGB, muss der Fahrer dann den Abschleppdienst zahlen? Wohl ja. Tatsächlich auf solchen Parkplätzen, da hatten wir auch ein eigenes Video zu gemacht, das seht ihr hier, kann man solche Verträge über AGB regeln. Und wenn diese AGB nicht eingehalten werden, dann kann abgeschleppt werden. Und großes Schild, widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt. Das ist wohl möglich. Stellt sich nur die Frage, was ist widerrechtlich? Das ergibt sich dann aus den erweiterten Aushängen. Aber schon allein so ein Schild kann euch stutzig machen und dann müsst ihr eben nach einem Aushang suchen. So jedenfalls meine Rechtsauffassung dazu. Danke auch für diese schöne Nutzerfrage. Bitte postet weitere Nutzerfragen. Am besten hier unter dieses Nutzerfragen-Video. Wir greifen die bestgevotetsten auf oder dreht auch gerne Nutzerfragen als Video. Die greifen wir auch auf und bauen sie dann wieder in unsere Videos ein. Falls ihr der Meinung seid, dieses Video und diese Fragen könnten auch eure Freunde interessieren, dann teilt das Video gerne über die sozialen Netzwerke. Hier unten hat YouTube direkt so eine Teilen-Funktion oder auch da unten zu finden. Abonniert einfach unseren Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.